Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zurück zu meinem Supermarkt. Und heute ist ein neues Update rausgekommen. Yo! Wir haben heute den 20.08. und ihr werdet merken, ja, das Video ist erst eineinhalb Monat später draußen. Ja, das liegt daran, dass ich diese Videos hier voraus aufnehme. Das heißt für euch, ihr seht es auch schon hier, Musik zum Beispiel, wir haben keine Lautsprecher, aber wir gucken uns das Ganze jetzt mal an. Das wäre hier beim Möbel und das ist mehr da unten, und zwar haben wir jetzt hier sogar eine Selbstbedienungskasse, die kann man sich irgendwo da hinstellen und dann könnte die ihren Scheißdreck selber da hineingeben. Ist natürlich auch nicht schlecht. Die gibt es natürlich in zwei Sachen. Dann hier sogar diese Schilder mit Kategorien, wo man sich da oben hinschmeißen kann und sagen kann, hier ist das, da ist das, da ist das, da ist das. Fetz mit Krügel, kostet alles nur Geld. Ist mir eigentlich relativ pups. Vielleicht machen wir das irgendwann nochmal, weiß ich nicht, keine Ahnung. Fakt ist, wir haben, Moment, verwalten, ich muss die Rechnung noch bezahlen. So, dann Markt, dann sind wir hier definitiv bei Erdnussbutter und ja, Moment, den Scheiß müssen wir ja schon mal raushauen, ne? So, das hätten sie, dann brauchen wir hier, oh, falsch, stopp, was mache ich dann? Das war falsch, der muss komplett weg. Erdnussbutter war voll. Da brauchen wir zwei, da einen. Dann gucken wir Reis, Spaghetti und Salz. Mhm. Habe ich hier denn jetzt zwar? Okay, zweimal Spaghetti. Und ihr seht, jetzt geht auch jedes Mal das Ding da weg. Das ist echt zum Kotzen. Also das finde ich total beschissen, wenn ich das jetzt mal so sagen darf. Gut, das war zweimal der, einmal der. Und einmal der. Gut, da kommen wir zur Milch. Voll. Ja, die Turgo-Cola nehmen wir mit. Und dann den O-Saft. Also Turgo-Cola, O-Saft. So, das wäre die da. Und der da. So, Pudding haben wir ja. USB ist voll. Ach, das ist zu kotze, gell? Kuchen, warte mal, ich will mal kurz dort drücken. Geht nicht, ne? Schweinerei. Also Kuchen und Schoki. Also der da oben ist voll anscheinend. Ne, ist er nicht. Also den brauchen wir, den brauchen wir. Also gut, von jedem eins. Machen wir gar nicht lange. Der. Und Papa Kuchen war der letzte. Nehmen wir den und den Anach. Klinisch und Kloberbier. Klinisch brauchen wir zwei. Und Kloberbier brauchen wir drei. Ja, sauer. Warte mal. Zwei von denen. Ich kann auch so nicht weggehen. Das ist echt zum Kotzen, gell? Das geht mal ein bisschen auf den Sack, wisst ihr das? Dass ich jetzt jedes Mal wieder dann da rein muss, das ist doch scheiße. So, alles außer den Reiniger. Der da. Und die Handcreme. Käse, Honey. Mhm. Also dunkle Käse und Honey. Starke Sache, Viererpack Eier und Pablo. Yep.
Jeweils eins. Puder, Honey, Hähnchen. Puder, Hammer. Hähnchen, nehmen wir zwar. Das ist echt zum Kotzen, gell? Also, das ist jetzt mal echt total beschissen gemacht. Also, das muss ich mal ehrlich sagen. Also. Gefällt mir überhaupt nicht. Also, sorry, aber geht mal gar nicht. Pommes brauchen wir. Pizza brauchen wir. Und einmal Kartoffeln. Also, jeweils eins. So, Käse, Kaffee, Wasserflasche. Jupp. Der ist voll. Und der ist auch voll. Also einmal Wasser. 12er Eier, Macaroni und. Aha. Ja, komm, dann nehmen wir einmal den, einmal den. Grüne Tee müsste voll sein. Nein, ist er nicht. Dann kommen wir mal zu dem da hinten. Da brauchen wir definitiv mal das Fleisch. Und einmal Ding, das war's dann. So, der da und groß. Krabbensticks müsste man genug da haben. Bloß das Eis fehlt. Dann gucken wir gleich nach. Ja, jeweils eins. So, der da, der da. Wie sieht's aus mit dem? Oh, der ist voll. Und das Bier brauchen wir. Eins, zwei. Ja. Der da. Zweimal leer und jeweils eins. Chips, Hummus, Wodka. Hummus lassen wir. Chips nehmen wir beide. Wodka ist voll. Kartoffelpüree und Ding. Oh, da müsste man schon fast zweimal Kartoffelpüree nehmen. Hätte ich jetzt gesagt. Also ein Mehl. Ey. Zweimal der. Pfeffer, Reis. Brot. Nehmen wir jeweils eins, auch wenn die doch gerade eben jeweils nur eins gefehlt haben, ist mir eigentlich relativ wurscht. So, Bauli. Nehmen wir dann mit, ja. So, da wäre es eins, eins, eins. Eins, also von jedem eins. Gut. Toilettenpapier, Kaffee.
Eins. Eins. So, dann die vier Getränke. Was ist das Pulp? Einmal Pulp. Dann kommen wir mal hinter in die Dinge. Das ist voll. Alles voll. Er leckt mich doch am Arsch. Jetzt bin ich aber fertig, ey. Aber den müssen wir mitnehmen. Und den brauchen wir gleich zweimal. Dann kommen wir zu dem nächsten Bier und Alkohol. Eins, 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 eins. So. Eins, eins, eins. Nehmen wir gleich noch zwei mit. Da noch einer und da ebenfalls einer. Kartoffeln nehmen wir einmal mit, ja. Das ist zum Kotzen, ey. Das geht mir auf den Sack, dass das jetzt jedes Mal da wieder aus dem Ding rausgeht, ne? Ey, das stört mich gewaltig, wisst ihr das? Da kannst du aber auch nichts machen, ne? Das ist zum Kotzen. Das geht mir gewaltig auf den Sack. Also, Bonbec brauchen wir definitiv. Pizza ist voll, voll. Böhnchen und. Ja. Also, Böhnchen brauchen wir. Bonbec. Gemüsemischung. Nächste Abteilung. 1, 1, 1, 1. Also Doppelos, den Daron und die drei da, ja. So, der da, der da, der da. Der. Dann komme. Der ist voll. 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 Eins, eins. Also dieses I want share und ABC zweimal, die restliche einmal. ABC und das da. Das da. Eins, 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 eins. So, haben wir alle. 4.900 € genau. Läuft. Also wie gesagt, die Bücher, die gehen relativ gut. Also Respekt, wirklich. Die gehen brutal gut, ey. Ich habe also das Gefühl, mit dem neuen Update sind die Preise nach oben gegangen, was das Einkaufmäßig angeht. Also irgendwas ist doch faul, tut mir leid, aber. Als ob das nicht schon schwer genug ist. So, den Crème Fraîche haben wir. Erst mal gucken, wo der überhaupt. Nee, das ist der Humus. Da haben wir ja auch schon ein paar. Ey, sagen wir. Ja, da haben wir alles. Kann man den Laden aufmachen. Also 4.900, das ist absolut in Ordnung.
Ich bin ob überlege, ob man mal so eine Selbstbedienungskasse hinmachen würde, sollten. Das ist vielleicht gar nicht mal so verkehrt. Das ist natürlich eine ganz gute Überlegung. Aber das sind 900 €, ne? Also das ist schon ein Wort, ne? Oh, ansonsten sieht es eigentlich wieder mal richtig voll aus. Da kriege ich meinen ersten Kunden heute. Doch nicht. So, die Buben sind wieder stark beschäftigt heute. Vielen Dank. Dreizehn zweiundfünfzig. Oh, dein Doppel ging aber gerade durch. Alles über 100 € ist Gott. Über 200 perfekt. Aber da ist dann natürlich dann nur die Frage, wo zum Geier stellt man das Ding hin, ne? Das ist ja natürlich auch so eine Sache, ne? Aber ich glaube, wir holen uns erst einmal eine Box für Musik. Hätte ich gesagt. Weil ich das interessiert mich mal mehr, ehrlich gesagt. So. Nächste. Sechsundvierzig. Dreiundzwanzig. Fünfundsiebzig, 85, 90. 93. Mein Freund Bruce ist auch wieder da. Bringt mir 189 € vorbei. Null 09. Das ist super. Arsch oder was? 75, 80, 81. Gott. Also Einkaufen tun die heute nicht viel, also habe ich so das Gefühl. Also das ist hier echt armselig, was ihr hier abzieht. Also
Das ist echt verdammt wenig, ey. Na, 143 Euro, ja, leck mich doch. Wenigstens haben sie das mit dem Wechselgeld noch nicht neu gemacht, weil ich das zerstört die Sache dann natürlich komplett, also ehrlich. Wenn ihr mich fragt, aber nur wenn ihr mich fragt. 50, 75, 85, 95, 1, 2, 3, 4. Fünfundzwanzig, faul. Hundertfünfzehn, elf. Gut. Zweiundvierzig, vierzig. Drei Flasche Wasser für den Herr. 78. Einmal passend. Einmal passend. So, der nächste. Hundertsiebzehn. Ich glaube, das war der letzte für mich. Hey, die Imo gesagt. A, B, C. So, dann machen wir mal durch. Sehr gut, auch voll. Einmal Reis. Voll. Noch mehr Reis. Auch voll. Ja, Wahnsinn. Alles, was ich anlange, ist voll. Finde ich gut. So kann es weitergehen. Da haben wir. Gut, voll. Läuft wie eine Eins. Susu Puderzucker. Voll. Geil.
Richtig geil. Ja, dann nimmt der schon. Gut, mache ich da weiter. Nicht voll. So, wir haben 12.063 Euro. Das ist natürlich richtig nice. Richtig, richtig nice. Das super. Bonbeck. Dann gucken wir gleich nach der Ding. Kuchen. Ja, können wir alle zwei mitnehmen. Nehme ich mal den. Der ist dicht. Der auch. Voll. Das ist richtig nice. So, einmal Salz. Und voll. Ich habe einen Lauf, Mann. Eieieiei, eieieiei. Die Schocke muss dann da neu. Könnte man fast lassen. Das Ding ist leer, aber das Regal ist voll. Läuft, 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 läuft. So, das ist dieses komische Gratin-Geraffel da. Voll. Den hatten wir. Nochmal nach dem Hühnchenbeiner. Den hat er aufgefüllt, gut. Dann schnappe ich mir mal den Toni. Toni ist dicht. Gut, 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 gut. Gut. Der füllt gerade schwarze Tee auf, habe ich gesehen. Ein grüne gibt es nämlich nicht. Nochmal das blöde Dunkelbier da. Dicht. So, dann schnappe ich mir das Bier noch. Das ist alles so Dinger, wo die Kelle ja nicht auffüllen wollen, ne? Wie sieht es mit dem aus? Der voll oder was? Ja, Wahnsinn. Ich bin begeistert. Ich bin restlos begeistert, wie das hier aussieht. So, anscheinend haben wir es jetzt gepackt. Jo, dann würde ich sagen, wir gucken jetzt mal, was dieses komische Musikding da kostet. 250 Euro, seid ihr Schwein.
Ja, komm, dann nehmen wir mal einer mit. Und dann bedanke ich mich natürlich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, macht einen Daumen nach oben, es würde mich freuen. Ansonsten sehen wir uns dann morgen wieder. Ich sag hier tschö mit V und grüßt mir die Hühner.